Oh, das ist ein sehr guter Moment für mich auch und für die ganzen Fans. Es ist ein Traditionsturnier hier in Oldenburg. Und geile Atmosphäre und natürlich für mich persönlich das eine geile Turnier. Und ich habe, glaube ich, 8 Jahre schon immer dabei. Und für mich das ist toll, heute wieder in der Halle spielen mit Werder Bremen. Und jetzt bekommt Philipp Bargfrede den Preis als Spieler des Turniers. Aber Ailton hätte den gerne. Zieht ihn nochmal zurück. So nicht, mein Freund. Das ist hier nur 4 gegen 4. Und das ist vor allem Ailton. Natürlich 1-0 Werder Bremen. Es macht der Publikumsliebling. Der sofort gefeiert wird. Das sind die Bilder, die wir sehen wollen. 2004 Doublesieger mit Werder und Torschützenkönig, damals mit 28 Treffern. Ailton bisher der Held in diesem ersten Durchgang. Und sag mal, den Bandenjubel, den trainierst du auch noch mal. Der hat jetzt diesmal nicht so ganz geklappt, ne, auf der Bande hochzuspringen. Ich hab nicht trainiert. Das ist so spontan. Natürlich, du hast nicht so viel Zeit für die Wechsel. Und da kommst du ein bisschen schnell raus. Ja, ich hab noch ein bisschen. Ich bin noch jung. Das kann man machen. Was ist, wo Werder den Deckel drauf machen könnte? Mit Ailton! Natürlich macht Ailton den Deckel drauf. Doppelpack. Sie feiern ihn ab. Und das zu Recht. Hat er gesehen, dass die Lücke offen war. Ja, und während der sehr langen Zeit, ich spiele Fußball. Natürlich habe ich eine lange Zeit auch in der Bundesliga mit Werder Bremen und Schalke und so. Ist weit, genauso. Bundesliga-Torschützenkönig, ne? Das verlernt man nicht. Dankeschön. Ja, ja, ich steht so, diese Fahrung steht noch da. Und wenn in der Halle mit guten Leuten hinter mir, klar, und das ist einfach. Er hat ja schon zweimal getroffen gegen den HSV, Ailton, und dann hier im Duell mit Thorsten Juth, der den Fuß reinstellt. Und nun also die Chance vom Punkt für den Brasilianer, für den Publikumsliebling, für den, der so viel Unterhaltung immer sorgt. Bei Elfern früher sehr sicher gewesen. Ailton, aber den verballert er. Eieiei, Ailton. Haben wir schon besser gesehen von ihm. Taktischer geprägt. Groß und Ailton vergibt das nächste Riesending. So schnell kann man mal ein Spiel drehen. Und Ailton ist gut drauf. Das ist immer ein gutes Zeichen. Von seinem Knie, von der Kniescheibe, springt der Ball zu Aaron Hunt. Wie, dass sie hier in diesem Halbfinale stehen. So, jetzt Ailton. Das ist Ailton. Ja, vorhin, er hat gesagt, dass Ailton immer noch super Bewegungsabläufe hat. Felix Groß. So, Videobeweis. Haben sie da gefordert. Da war möglicherweise die Hand am Ball. Bezwungen. Und das sind die Bilder, die immer wieder gern genommen werden. Ailton, Tor und Jubel. Sie lieben ihn in Oldenburg. Und er ist auch mit 50 Jahren der absolute Magnet hier. Und möglicherweise der entscheidende Faktor für Werder Bremen in diesem Finale. Auch wenn Guido Buchwald das wahrscheinlich anders sieht. Und da noch ein Küsschen. Fischer. Ailton deutet an, das war eine Schwalbe. War doch nichts. Nee. Aber wir haben, oh, da hat er aber noch. Hier dieses Turnier beendet und den Grün-Weißen den Turniersieg schenkt. Ailton und Co. verteidigen ihren Titel hier in Oldenburg mit einem klaren, einem deutlichen und letztlich verdienten 4:1 Erfolg gegen den VfB. Ja, ich sag mal, wenn du sehr lange Zeit spielst, das ist klar, alles ist nicht so schwer, ne? Aber natürlich, ich habe auch eine Woche in Bremen ein bisschen trainiert, auch ja, mit meinen Leuten, auch Nelson Valdez und so. Wir haben zusammen immer zweimal pro Woche gespielt.
Ja, und wir heute in der Halle mit geiler Atmosphäre, mit Publikum ist immer besser. Die Motivation ist noch hoch und das Tor kommt automatisch.